Als Biden in der Nacht in Rio de Janeiro landet, kein Kommentar zu seiner möglichen Zustimmung zum Einsatz weitreichender Waffen in der Ukraine. In Washington berichten darüber derweil mehrere US-Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Die Ukraine fordert schon lange von den USA bereitgestellte Waffen mit großer Reichweite für Angriffe auf Ziele im ukrainisch-russischen Grenzgebiet einsetzen zu dürfen. Obwohl in Rio weder der russische noch der ukrainische Präsident zu Gast sind, bestimmt das Thema Ukraine-Unterstützung damit ungeplant die Agenda beim G20-Gipfel. Unsere Position ist klar, wir müssen eine permanente Eskalation des Ukraine-Krieges vermeiden. Wir wollen Frieden, gerechten Frieden. Ginge es nach dem Gastgeber, Brasiliens Präsident Lula da Silva, sollten sich die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Wirtschaftsmächte mit der Bekämpfung des fortschreitenden Klimawandels sowie von Hunger und Armut befassen und eine weltweite Reichensteuer einführen. Doch die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten lässt vermuten, er wird diese Pläne nicht mittragen. Argentiniens Präsident Milei hat in Rio bereits angekündigt, die Gipfelabschlusserklärung nicht unterzeichnen zu wollen. 3 Tage nach einem Gratulationsbesuch bei Trump in Florida.